ist einfach fantastisch, also wo man auch hinschaut. Da ist sie, die berühmte Kathedrale von Santiago de Compostela. Hier in der Camargue befindet sich die größte Brutstätte Europas mit bis zu 45.000 Flamingos. Wir sind Melanie und Uwe. Seit 1990 bereisen wir immer mal wieder Teile von Europa. Nun geht es in einem Van weiter. Wir haben noch viele Länder auf der Liste. Lasst euch überraschen! Guten Morgen! Wir sind heute extra mal ein bisschen früher aufgestanden, nur um euch den schönen Sonnenaufgang zu zeigen. Und dann ging es auch schon los Richtung Ardèche. Ja Leute, ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber wir hatten irgendwie bei Frankreich meist so die Küstenregionen im Kopf. Atlantik, Mittelmeer und so weiter. Natürlich kennt man Paris, Bordeaux, aber das hier an Landschaft, das hatten wir ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, nochmal eine fantastische Aufnahme, wie wir finden. Da hinten steht Uwe. Könnt ihr den sehen? Ganz da hinten. Da. Klasse, oder? Jahrtausende hat der Fluss benötigt, um dieses wunderbare Tor in den Fels zu spülen. Vorher floss er nämlich außen herum. Über die Wasserscheide gefahren zwischen Atlantik und Mittelmeer. Ja, wir waren auf 1412 Meter hoch. Unser Übernachtungsplatz für die nächste Nacht ist auch gefunden. War diesmal relativ einfach. Der erste hat direkt gepasst. Wir sind in der Nähe von Dijon. Wir haben ja gesagt, wir sind auf dem Nachhauseweg. Und so sieht es hier aus. Okay, zum Ende unserer Reise haben wir noch kurz diesen Abstecher nach Verdun gemacht. Verdun, die Schlacht von Verdun 1916 ist ja vielen ein Begriff. Und wir stehen hier vor so einem riesen Monument. Das ist das Beinhaus. Da befinden sich also Millionen von Knochen und Schädeln drin. Das ist wirklich kaum zu glauben, weil, also falls es nicht ist, 300.000 wurden auf beiden Seiten verletzt in dieser Schlacht und 400.000 getötet. Das war ja wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen die Schlacht ohne Pause, also der Artilleriebeschuss permanent, 300 Tage lang. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist eine der schlimmsten Schlachten überhaupt gewesen.
Hier kann man mal ganz gut die Einschüsse sehen. Hier wollte ich euch nochmal die damaligen Schützengräben zeigen. Wir bekamen noch den Tipp, dass sich ein Fort mitten im Wald befindet und dass man dort den Bunker und die Latrinen besichtigen kann. Normalerweise waren diese Forts immer so mit 4 Meter erdreich bedeckt. Und hier kann man gut sehen, dass von dem Beschuss von der Erde nicht mehr viel übrig geblieben ist. Wieder verlassen und damit endet leider auch unsere fast 6-wöchige Reise. Wir sind also auf dem Weg nach Hause. Das stimmt einerseits natürlich traurig, aber auch andererseits freuen wir uns sehr, weil wir nämlich dann endlich mit dem Van-Ausbau beginnen können. Wir bedanken uns bei allen, die unsere Reise hier bei YouTube verfolgt haben. Danke auch für die vielen netten Kommentare und die vielen Daumen nach oben. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Reise auch viele neue Abonnenten gewonnen haben. Auf vielfachen Wunsch stellen wir nochmal unsere Reiseroute zusammen. Diese könnt ihr dann nächste Woche hier bei Yotzi Like sehen. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Jo, bis dahin. Tschüss.